Dankeschön. Fühle mich jetzt auch wohl. Warum ist das der Fall? Ich habe die schönste Zeit meines Lebens in Feldafing verbracht. Ich war 9 Jahre Chef der Hypovereinsbank, von 2009 mitten in der Krise bis 2017. Haben wir wirklich was gerissen hier. Ich saß hier 100 Meter entfernt und ich habe in diesem Hotel im Bayerischen Hof 8 Jahre meines Lebens 4 Tage die Woche gelebt, meine Damen und Herren, um das deutlich zu sagen. Und ich habe hier viele, viele Freunde gewonnen. Das ist nun mal so, wenn man 2 Töchter hat und wenn die Kinder hier aufgewachsen sind, geboren sind, in Starnberg und so weiter, dann hat man die Freunde hier. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich hier Herrn Bader sehe, dann geht mir das Herz auf. Ich darf Ihnen verraten, dass ich bei der Hypovereinsbank als Chef einen Aufsichtsrat hatte. Und der Aufsichtsrat war der liebe Herr Sinn am Anfang. Und das Buch Casino-Kapitalismus, ich glaube, das hat er nebenbei in der Aufsichtsratssitzung geschrieben, sonst wäre es nie so gut geworden, ehrlich gesagt. Und mit Ed Grubasik verbinde mich natürlich die Zeit bei McKinsey. Er war schon der technologische Papst, als ich noch ein kleiner Schulbub vom Lande war, meine Damen und Herren. Ich liebe es hier zu sein, ich liebe es so sehr hier zu sein, dass ich um 20.30 Uhr pünktlich gehen werde. Ich war nämlich auch im FC Bayern Aufsichtsrat lange Jahre. Und Uli hat mich eingeladen, heute Abend zum Spiel zu kommen. Egal wie interessant es ist, ich gehe dann einfach. Ja, weil Arsenal muss heute geschlagen werden, meine Damen und Herren. Das sollte jetzt wenigstens ein paar klatschen, die nicht nur bei München. Als Börsenchef bin ich international extrem viel unterwegs. Ich bin ein gefragter, wenn auch nicht geliebter Partner, Gesprächspartner in Berlin und in Brüssel. Warum sage ich das? Ich habe inzwischen mein 18. Treffen mit unserem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck hinter mir und ich kann Ihnen sagen, es ist eine schiere Katastrophe. Ja? Am Anfang war ich großer, war ich voller Begeisterung, er hat super zugehört, hat auch ein paar Dinge richtig gemacht, aber inzwischen kommen die Fundamentalisten eben immer mehr durch. Und ich habe einfach Diskussion mit Christian Lindner, mit Olaf Scholz. Und ich will mal aus den Diskussionen, was ich denen sage, heute Abend auch Ihnen hier vortragen. Ohne Slides, ohne Schaubilder. Ja, das kann der Professor Sinn ohnehin viel besser. Aber ich habe die direkte Kenntnis, meine Damen und Herren, was die internationalen Investoren über Deutschland sagen. Was ich heute Abend hier vortrage, ist O-Ton. Das ist nicht eine Weimar-Interpretation, sondern was sagen die Investoren mir als dem deutschen Börsechef, dem Mr. DAX, dem Mr. Stocks. Ja, ich habe die Hälfte der DAX-CEO-Chefs kenne ich persönlich und auf der Vornamensbasis und ich komme halt viel rum. Und ich will ihn heute Abend nicht verderben, aber eines ist klar, so schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie. Noch nie. Und leider muss ich Ihnen das sagen. Die Sicht der sogenannten Long-Investoren, das sind diejenigen, die gezielt in Unternehmen im DAX einkaufen, BlackRock, Fidelity, ja, große Pensionsfonds wie die Allianz und dergleichen mehr, mit denen wir zu tun haben. Ich rede nicht über die Hedgefonds, die nur an schnellem Geld interessiert sind, sondern ich sage Ihnen das, was die guten Investoren mir sagen in Gesprächen. Und ich kann Ihnen sagen, die schütteln nur noch den Kopf, die sagen mir, wo sind denn eigentlich, lieber Theodor, die deutschen Tugenden geblieben? Wir wissen nicht mehr, wie wir euch in Deutschland lesen sollen. Die Gespräche mit Investoren haben fatalistischen Charakter. Die Investoren sagen, wenn ihr so weitermacht, werden wir euch noch weiter meiden. Wir werden noch weiter rausgehen aus Deutschland. Die Wahrheit ist die, internationale Investoren investieren nur noch in Deutschland, opportunistisch, weil sie sagen, ihr seid so günstig. Wir sind zum Ramschladen geworden. Die Bewertung, der hohe DAX, den wir im Moment haben, ja, der ist nicht getrieben von starken Fundamentaldaten, sondern ist opportunistisch getrieben, weil so viel Geld da ist, dass nach wie vor die Leute sagen, na gut, in Deutschland legen wir auch noch Geld hin. Aber fundamental, das, was Professor Sinn ja auch vorgetragen hat, fundamental sage ich, was ihr macht, ist einfach bekloppt. Ist einfach bekloppt.
Ja. Politisch zeigt er überhaupt keine Führungsstärke mehr, was ich mir anhören muss, selbst in Asien, wo man ja Gesichtswahrung ganz hoch schreibt. Du kennst das aus deinen Vorlesungen in Singapur, Ed. Ja. Inzwischen sagen mir die Leute in Singapur, sag mal, was leistet ihr euch eigentlich da für eine Regierung? Ihr seid auf dem besten Weg, O-Ton, zu einer richtigen alten Ökonomie zu werden. Ihr seid das Japan Europas. Ist euch das klar? Ihr lauft auf dem japanischen Pfad. Ihr glaubt ja selbst nicht mehr an Wachstum. Und ich erinnere mich, und ich bin ja parteipolitisch übergreifend tätig, ich erinnere mich an Gespräche mit Wolfgang Schäuble. Wir beide haben uns sehr geschätzt. Ich habe dem Wolfgang gesagt, Wolfgang, du glaubst auch nicht mehr an Wachstum. Und da sagt er, ja, wir wissen nicht mehr, alle Leute sagen, es geht mir, das dummes Zeugs. Man kann wachsen, aber wir sind in der neuen Welt angekommen. Die letzten 30 Jahre sind wir gewachsen durch Wachstum vom Welthandel, durch Globalisierung. Und die letzten 10 Jahre und die nächsten 20 Jahre werden wir wachsen durch Technologie. Technologie ist der Treiber vom Wachstum und nicht mehr der Welthandel. Das müssen wir klar machen. Es wird immer noch Welthandel geben, aber dennoch ist es so, dass wir klar erkennen müssen, wir haben den Treiber verschlafen. Und wir müssen wieder an Wachstum glauben und dafür braucht es Investitionen, ist ja das Thema von heute Abend. Wirtschaftspolitisch sagen Investoren, fehlt uns der Kompass, der ordnungspolitische Kompass. Ja, wir sind längst im Big Government angekommen, wie mir gesagt wird. Die Regierung glaubt, uns vor allem schützen zu müssen. Und verdammt, ich will gar nicht geschützt werden von dieser Regierung. Ja, ich muss mir sagen lassen, wo meine Frau und ich investieren dürfen. Und meine Frau, kluge Frau, nicht nur gut aussehend, ja, die macht eben auch mal Investments, ja, weil wir das unternehmisch für richtig halten. Und da muss ich irgendwie 40 Seiten ausfüllen, ja, und nachweisen. Und erklärt mir ein Banker, Herr Dr. Weimer, Sie können die Investments machen. Sie haben die Sophistizierung im Investment, Ihre Frau nicht. Das ist doch bekloppt. Leute, ist doch bekloppt. In Amerika sagen die, das kann doch überhaupt nicht mehr wahr sein. Wir sind ökonomisch gesprochen auf dem Weg zum Entwicklungsland. Wir machen uns klein vor Brüssel und vor Berlin, und zwar wir Unternehmer. Ja, und die Amerikaner sagen mir klipp und klar ins Gesicht, hört auf, eine Public Economy zu sein, die wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und darauf wartet, dass die Schlange zubeißt. Werdet wie wir eine Private Economy. Der Unterschied ist doch inzwischen die, in USA sagen die, ist uns doch egal, welcher alte Mann Präsident wird. Wir als Unternehmer, wir führen das Land, ist uns doch völlig egal. Die Wirtschaftspolitik, die nächsten 10 Jahre werden eine Bonanza in den USA, ist vollkommen klar, egal welcher Präsident da ist. Ja, in der gesellschaftspolitischen Spaltung ist das Problem, aber in der wirtschaftspolitischen Seite nicht. Und Sie werden sehen, der Amerikaner, wenn es dem Geldbeutel gut geht, werden die auch die Spaltung überwinden. Wir haben, so klar wie Herr Sinn das vorgetragen hat, kann ich das nur kurz ausführen, wir haben die Automobilindustrie kaputt gemacht. Mir tut es in der Seele weh, wenn ich mit Zipse rede, mit Ola rede und mit anderen. Die traden bei einem Multiple, wie wir das so schön sagen, von 4 bis 6 Mal. Ja, also KGV, habe ich das mal gelernt, als ich ein Bub war, Kursgewinnverhältnis von 4 bis 6. Das ist doch ein Wahnsinn. Unsere tollen deutschen Autos werden im Gewinn mit 4-mal bewertet. Das heißt also BMW, das Unternehmen, ja, macht bei 5 Milliarden ja, Gewinn, ja, macht, werden die gerade mal mit 20 Milliarden bewertet. Jetzt machen sie Gott sei Dank mehr Gewinn. Aber ist ja lächerlich. Ist doch lächerlich. Die deutsche Börse, mein Unternehmen, 14.000 Leute habe ich, davon 6.000 irgendwie außerhalb in Asien. Ich habe ein KGV von 20, über 20. Warum? Weil ich eine Software, eine Technologiebude bin und so weiter. Ja, und wir haben uns doch durch unsere fatale Diskussion über das Geschäftsmodell Deutschland, die gezielt von gewissen Kreisen eingesteuert worden ist, haben wir uns unser Geschäftsmodell kaputt reden lassen, haben die Energie nach oben gezogen, haben damit durch die CO2-Vorgaben die Automobilisten in die falsche Ecke gezwungen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und jetzt heult der Bosch. Jetzt heult mein Freund Stefan Hartung, Chef von Bosch, sagt, ja, wie soll denn das gehen? Und by the way, die nächsten 35 Jahre werden wir noch Verbrenner haben. Was wir machen, ist Wahnsinn. Ja, wenn ich heute einen 7er BMW kaufe als mein Dienstwagen, da kriege ich nur einen 6-Zylinder, den ich Hybrid kaufen muss. In den USA kriege ich den 8-Zylinder voll, ja, ohne Hybrid.
Und Sie können sich vorstellen, dass die Dinger natürlich super teuer sind. Und dann erklärt mir mein Aufsichtsrat noch, ja, wir müssen auch CO2 und so weiter, wir müssen die Dienstwagen kleiner machen. Das ist doch dummes Zeugs. Wir müssen Dienstwagen wieder groß machen. Das schafft nämlich Wachstum. Das sind noch die Investitionen, die wir brauchen. Migration, danke sehr. Unsere Migrationspolitik, ich will nicht zu politisch werden, wird allseits als vollkommen falsch empfunden, vollkommen klar. Unsere Ausrichtung am Gutmenschentum wird nirgends geteilt. Migration ökonomisch heißt, du holst, wenn du Facharbeitermangel hast, holst du Leute rein, die arbeiten, die deine Sprache sprechen, ja, und die Sozialprodukt generieren, aber nicht die zu 50% das Bürgergeld abkassieren und das irgendwo hinschicken, meine Damen und Herren. Verteidigung haben wir verschlafen. Verteidigung haben wir in einer Art und Weise verschlafen, ist jetzt noch unglaublich, Sondervermögen 100 Milliarden, wir wissen ja gar nicht, wie wir das Geld ausgeben sollen, wir geben es wieder falsch aus, jetzt betrügen wir beim 2%-Ziel, betrügen wir, indem wir Pensionen mit reinrechnen und dergleichen in die 2%. Ja, glauben Sie denn hier im Saal, alles ausgewachsene Damen und Herren, glauben Sie, dass in den USA irgendjemand nicht merkt, was wir da tun? Reden Sie mal mit dem Pappärger, dem CEO, von der größten Rüstungsschmiede, die wir haben. Das ist doch Wahnsinn. Wir haben für 1,5 bis 2 Tage Munition. Das ist die Situation. Ja, und da sagt mir der Wolfgang Schmidt, ja, das müssen wir ändern. Sag ich, ja, dann mach, ja, endlich. Bei der Digitalisierung haben wir gar nichts hingekriegt. Wenn Sie sich Estland angucken, was Estland geleistet hat, ja, wo Sie in 3 bis 5 Minuten eine Steuererklärung machen, wo Sie jede Geschichte, ja, online machen können. Und bei uns muss der Weimar, der jedes Quartal zweimal eine irgendwie geartete Führungszeugnis braucht, das ist eh schon Schwachsinn, ja, muss ich jedes Mal nach Wiesbaden, die Stadt Wiesbaden fahren, die kann doch nicht mal meinen Fahrer schicken, ich muss selbst erscheinen, um ein Führungszeugnis zu beantragen und abzuholen. Ich meine, wo sind wir angekommen, meine Damen und Herren? Ja, und wenn ich, kennen Sie diese Geschichte mit dem A1, ja, wenn Sie heute, ja, hier, das ist doch der Wahnsinn, ich hab dem Scholz das gesagt, das sagt schon, was ist A1? Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, ich habe das A1 immer noch. Wenn Sie nach Frankreich gehen, nach Belgien gehen, egal wohin, muss jeder Mitarbeiter jedes Mal eine 1 ausdrücken. Also wie bekloppt ist das denn, meine Damen und Herren? Wir ersticken in der Komplexität, in der Bürokratie. Ja. Nochmal deutlich, das habe ich nicht verstanden. Das A1? Das A1 ist. Also, wenn Sie Unternehmen sind, dann brauchen Sie ja für jeden Mitarbeiter, den Sie nach Europa schicken, für eine Tagesreise, ja, also wenn meine Mitarbeiter nach Paris gehen oder nach Brüssel gehen, ja, dann sind sie verpflichtet, ein A1-Formular auszufüllen als Mitarbeiter. Dieses A1-Formular muss ausgedruckt werden, muss ausgefüllt werden und das weist nach, dass sie sozialversicherungspflichtig sind. Stell dir mal vor, Mitarbeiter der deutschen Börse, im Durchschnitt verdienen die Burschen, meine Mädels, 125.000 Euro. Die müssen nachweisen und werden überprüft, in Paris am Flughafen und sonst so werden sie überprüft. Dann hat der Weimar als Sie merken ja schon, was ich für ein Typ bin. Hab gesagt, ich weise jetzt an. Es wird dieses blöde A1 nicht mehr ausgefüllt. Und ich bin bereit, als Unternehmen jede Strafe, die es gibt, wenn mich mal einer von 10.000 erwischt, ja, dann zahle ich die Strafe dafür. Was meinen Sie, was in meinem Prüfungsausschuss im Audit Committee los war, als ich gesagt habe, wir machen das so. Das ist legaler Rechtsbruch, das ist, Herr Weimar, wenn wir das machen, lieber Theodor, wir lieben dich, wir schätzen dich, aber das können wir nicht machen, das ist Anstiftung zur Verletzung des Legalitätsprinzips. So läuft es, meine Damen und Herren. Wir sind inzwischen in Europa bei den Investoren, wir sind bei dem geflügelten Wort des German Vote angekommen. Ich weiß nicht, ob sie das hier bis München durchgesprochen hat. In Europa geht nichts mehr wegen Deutschland. Ja, früher unter Merkel hat Merkel mir selbst gesagt, Herr Dr. Weimar, wir müssen ökonomisch führen. Wir können nicht auch noch politisch in Europa führen. Das war immer ihr Mantra. Inzwischen müssen Sie einfach sehen, wir führen politisch nicht mehr, weil wir 3 Parteien haben in der Ampel und der kleinste gemeinsame Nenner überhaupt nichts mehr bringt und alle anderen in der EU der 27 und sagen, Deutschland ist der Verhinderer. Das ist das German Vote. Wir verhindern in Europa alles. Und gleichzeitig, wir führen nicht mehr ökonomisch. Die Zahlen sprechen der Bände. 0,2% Wachstum dieses Jahr. Wir sind nicht auf dem Niveau von 2019 angekommen. Wir haben alles gesehen, meine Damen und Herren. Investoren schauen dahin. Und inzwischen verlangen die Investoren, wenn sie investieren in Deutschland, eine Risikoprämie. Früher hatten wir mal
Risikodiscount, weil alle Welt gesagt hat, Deutschland ist doch super, Rechtssystem ist gut und so weiter. Der Professor Grubasik hat das hervorgetragen. Ökonomisch gesprochen, lieber Professor Sinn, wir haben ein höheres Beta. Deutschland hat ein höheres Risikobeta, ja, um das deutlich zu sagen. Was führt dazu? Meine Kollegen, ja, im CEO-Kreis der DAX 40 und im MDAX, ich sitze auch bei Knorr-Bremse im Aufsichtsrat, ja. Der Heinz Hermann wird sich heute noch im Grabe rumdrehen, wenn er sieht, was da abgeht, ja. Aber tatsächlich, die deutschen Unternehmen, ja, machen nur noch einen Bruchteil ihres Umsatzes in Deutschland. Das ist ja okay. Sie machen aber noch einen viel kleineren Bruchteil des Gewinns hier. Das Problem ist, der Gewinn wird nicht mehr hier produziert. Und durch den Inflation Reduction Act in den USA sind alle Unternehmer nach USA gegangen. Ich habe, seitdem ich da bin, mein ganzes Datengeschäft, mein ganzes Softwaregeschäft, ja, habe ich von 4% auf 25% Umsatzanteil hochgetrieben. Das dann findet alles statt in USA, ja, und inzwischen in Kopenhagen, meine Damen und Herren. Nicht mehr in Deutschland. Wenn mir schon einer ankommt mit der Datenschutzgrundverordnung, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch einfach nur Wahnsinn. Ja, wir sind an einem Punkt angekommen, meine Damen und Herren, wo wir zur Private Economy werden müssen, wo die Unternehmer wieder sagen, wir machen nicht mehr mit. Ja, der Staat wird es nicht richten, um es ganz deutlich zu sagen, er wird es nicht richten. Die ausländischen Investoren ziehen sich zurück. Ja, wir befinden uns nach allen Rankings, ja, nicht nur inzwischen weit unten, sondern die Tendenz geht weiter Richtung Süden, meine Damen und Herren. Und das muss dringend geändert werden. Und das geht nur, ja, indem wir in solchen Runden wie diesen ganz klar die Dinge aussprechen. Die Zeiten, wo man gesagt hätte, redet doch bitte Deutschland nicht schlecht. It's over, es ist over, ja, würde der Wolfgang Schäuble gesagt haben, es ist over. Ja, wir müssen der Realität ins Auge blicken, ja, und wir müssen uns auf unsere Tugenden wieder besinnen, und da gehört auch ein bisschen Fleiß dazu, ja, was wir angerichtet haben mit dieser Work-Life-Balance-Geschichte, was wir angerichtet haben mit Homeoffice, darüber können wir gleich diskutieren, ich danke Ihnen.